Lol. Eieieiei. Na Katze, was los? Ja, Chico gefällt das auch nicht. Wenn Chico Windows Server sieht, ist er gleich wieder weg. Katze, ja. Windows Server. Ja, genau. Ja, wir müssen uns das heute wirklich mal geben. Warum weiß ich auch nicht so genau. Angeblich hat ja Microsoft die letzten Jahre so viel gemacht, dass das jetzt viel, viel besser ist. Ich meine, Docker läuft unter Windows. Hyper-V ist angeblich ganz gut. WSL2 und was es nicht alles gibt. Angeblich hat Windows jetzt doch sogar einen SSH-Server, glaube ich. Ja, also weiß man ja nicht, was da los ist. Ja. Müssen wir wieder ausprobieren, aber ich kann euch gleich sagen, wahrscheinlich werde ich zwischendurch ganz schön flamen wieder gegen Windows. Ich meine, man könnte natürlich ganz Big Brain machen, Windows installieren und dann darauf WSL installieren und alles in Linux machen. Oder aber Hyper-V installieren und alles in der Ubuntu-File machen. Hoffe, du nimmst auch die Version ohne Desktop. Ja, ein Desktop braucht. Also, naja. Also, was ist mit ohne Desktop gemeint? Ich habe keine Ahnung davon. Also, wenn ohne Desktop gemeint ist, halt ohne irgendwelche, hier, 3D und Transparenz und so, ja, dann bin ich dabei. Aber ansonsten habe ich keine Ahnung, wie man Windows Server bedient, ohne hier irgendwie ein bisschen rumklicke, ne? Keine Ahnung. Wir probieren das jetzt mal aus, ob man das überhaupt runterladen kann, richtig. Ja, try Windows Server now. On Azure. Nee, nee, nee. On Azure geht ja gerade nicht. Free Trial. Das klingt auch schon mal gut. Exzellent. Exzellent klingt das. ISO. Wie da? Microsoft ist auch lustig, oder? Bei Windows 10 machen sie einen Riesenakt, dass man keine ISO runterladen darf, und beim Server wird es direkt angeboten, sogar als Virtual Disk Image. Übrigens, bei der Gelegenheit zeige ich immer ganz gerne den Trick für die Windows 10 ISO, weil es irgendwie jedes Mal, wenn ich das im Stream zeige, sind die Leute überrascht, wie einfach das doch geht, ne? Also sprich, wenn ihr euch den Windows 10 Update runterladen wollt, dann geht das nicht. Da kannst du immer nur sagen, Tool jetzt herunterladen, aktualisieren, bla, sonst was. Sobald man aber hier auf Inspect geht und den Mobile-Modus einschaltet, dann sollte es eigentlich funktionieren. Bin ich auf der falschen Seite? Geht das nicht mehr? Ich habe auf Jetzt aktualisieren geklickt. Okay, und jetzt passiert nichts. Achso, wow. Windows, ist ja gut. Alles gut, Windows, alles gut. Reloaden, ja, ihr habt recht, aber erstmal den ganzen Scheiß wieder wegmachen, ja. Genau, also sprich, wenn man jetzt hier auf Inspect geht und in die Mobile-Ansicht und dann reloadet man die Seite und zack, kann man Windows 10 ISOs runterladen. Richtig Big Brain. Habt ihr gesehen, ne? Funktioniert jetzt. Wenn man es normal aufmacht, ohne Mobile-Seite geht's nicht. Macht man es mit Mobile-Seite auf, reloaded. Kann man hier auswählen, Windows 10, ISO, Download, alles gut. So, wollen wir aber nicht. Wir wollen die Windows Server 2019 ISO downloaden. 180 Tage. Na, ob das mal reicht. Werde es eh nach dem Stream wieder runterschmeißen. Was soll ich damit? Ein Noob kann mit einer ISO nichts anfangen. Das ist mir egal.
ob da ein Noob damit das anfangen kann oder nicht. Ich kann aber mit dem ISO was anfangen. Deswegen geht es mir immer auf den Keks, dass sie nicht einfach direkt einen ISO-Download anbieten. Und warum das mit dem Mobile-Ansicht geht, ist ganz einfach. Leute, die nicht von Windows auf drauf gehen, die sollen natürlich den ISO-Download angeboten kriegen. Ja, weil Microsoft vielleicht hofft, ah, die installieren Windows, keine Ahnung. Okay, please select, also ISO wollen wir haben. First Name, CACW. Last Name, kleiner, Lull W. Company Name, Cute Chat. Company Size, ja, so, meistens zumindest. Cute Company. Das ist das Gegenteil zu Bad Company. Job Title. Ey, wir sind CEO. Wie einfach nur. Warum? Ich bin hier da. Der Head of. Ja. So. 10 Minute Mail. Das ist die falsche 10-Minute-Mail. Das ist die richtige 10-Minute-Mail. Okay, excellent. Work-E-Mail, Work-Phone-Number 069-000. Was auch immer. Germany, ist okay. No, continue. Aha, Lull W geht nicht. Okay, auch gut. Continue. Select one. Englisch. Wir können es auch auf Chinesisch runterladen. Englisch. Download. Aha, alles klar. 177637371909062324RS5 Release SVC Refresh Server Eval X64 FRE ENUS 1 ISO. Alles klar. Jetzt weiß ich Bescheid. Gut, dass sie das so genannt haben. Ohne den Namen wäre ich überhaupt nicht in der Lage gewesen, es zu installieren, geschweige denn runterzuladen. Yes. Exquisiter Name. Big Brain File Names. Oh, echt. Warum habe ich eigentlich den ganzen Kram hier noch auf? This guy stole my- Tef? Okay, das sind die Videos, die wir noch übrig haben vom Sonntag oder so. Bookmark. Session. Nicht New Folder. Keine Ahnung. Letzte. So, und jetzt haben wir hier Session. Letzte ist der ganze Kram drin. Excellent. Okay, das lädt wahnsinnig geschwind runter. Das kapieren nur Windows-Admins. Ja. Ja, wahrscheinlich. Noch nicht mal die. Also, wenn ich mir so unsere Windows-Admins angucke, da habe ich nicht so wirklich das Vertrauen drin, dass da das einer von kapiert. Ich frage mich eh manchmal, was Windows-Admins den ganzen Tag so machen. Also, außer vielleicht irgendwelche Microsoft Knowledge Base-Einträge sich angucken. Also ich persönlich, das kann natürlich auch täuschen, ja, hab den Eindruck, dass Windows-Admins nicht unbedingt so am oberen Spektrum der Erkenntnisskala stehen. Ja. Also sprich, wenn du mal unten welche hast, die gar keine Ahnung haben und oben die übelsten Pros, was IT-Sachen angeht, dann sind Windows-Admins eher so in der Mitte. Die meisten, ja. Ausnahmen bestätigen die Regel, PC lustig. Naja, und Linux-Leute, würde ich sagen, die sind im oberen Drittel. Die meisten. Ja, Ausnahmen bestätigen auch da die Regel. Wir haben bei uns teilweise Leute am Start, die sich eigentlich mit Linux auskennen sollten, wo du dir denkst, was ist mit denen los? Ich habe es ja letztens erzählt, der eine, der irgendeine Änderung am Mail-System gemacht hat und mit dem, der dann irgendwelche kaputten Git-Commits und ach, was auch immer. Da gibt's auch unfähige Leute. Gibt's überall, ja. Ruby. Nee, der ist nicht mehr da, der Kommentator. Der Ruby-Typ ist nicht mehr da. Der war aber eh geil. Während das runterläuft, kann ich das ja gerade nochmal erzählen für alle, die es da nicht mitgekriegt haben. Also beim Kommentator hat sich das anscheinend eingebrannt. Wir hatten mal einen externen Experten am Start. Der wurde Big Brain mäßig halt eingekauft für ZFS.
Für Solaris und ZFS haben sie den eingekauft bei uns. Und als der dann angefangen hat, quasi so 1-2 Monate später, nachdem sie jemand gesucht haben, haben sie ihm gesagt, ja, jetzt machen wir doch kein Solaris ZFS. Und da war er aber schon da. Und dann musste er ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr war er da, musste der was anderes machen. Und da hat er halt überhaupt keinen Bock drauf gehabt und er ist von Woche zu Woche immer mehr durchgedreht, der Typ. Und ZFS, das Fallsystem, ja, auf Solaris, also auf dem guten Oracle-Geschiss da. Und der ist von Woche zu Woche immer weiter durchgedreht. Der hatte den übelsten Knall, der Typ. Der hat es halt irgendwann geschafft, dass der seinen Linux-Desktop hat er so eingerichtet, dass wenn er mit dem Mauszeiger an Bildschirmrand gekommen ist, ich glaube, das hat er gemacht, dass er nicht einschläft dabei, hat sein PC-Speaker gesummt. Also es lief dann ab und zu so. Der ist dann mit der Maus an den Rand gekommen vom Bildschirm und hat es dann gemacht. Bzzzt. Der PC-Speaker hat dann gesummt. Ich wüsste gar nicht, wie man sowas einstellt überhaupt. Bzzzt. Die bescheuertste Extension, die ich je gesehen habe. Ne? Naja, zumindest, der ist immer weiter durchgedreht. Der ist immer weiter durchgedreht mit der Zeit. Und wir hatten damals relativ viel, was in Ruby programmiert war. Und dann hat er dann immer angefangen, zwischendurch vor sich hin zu reden. Ruby! Der ist immer weiter durchgedreht. So, und irgendwann lief das dann so. Dann ist er mit dem Mauszeiger gegen den Bildschirmrand gekommen. Also er hatte einen GNOME-Desktop. Und er hat es auf dem GNOME-Desktop geschrieben. Der wollte irgendwie nicht zugeben, dass er das selbst konfiguriert hat. Das muss er selbst konfiguriert haben. Anders ist es gar nicht möglich, ja. Und da ist er mit dem Mauszeiger an den Bildschirmrand gekommen. Und dann hat er PC-Speaker, hat dann gesummt. Und dann hat er gesagt, also hat er dann so, bzzzt. Also, ha, der scheiß GNOME. Ruby. Der ist komplett abgedrehter Typ mit der Zeit. Gut, nach einem Dreivierteljahr war er dann wieder weg. Da konnte er wahrscheinlich irgendwo anders dann wirklich Solaris und ZFS machen. Aber der ist immer weiter dem Wahnsinn verfallen. Ja gut, wenn du auch eingekauft wirst für ein Thema, was dich interessiert und dann kommst du hin und kriegst gesagt, ey, nee, wir machen jetzt was ganz anderes. Da kannst du schon ein bisschen durchdrehen im Kopf, ne? So, ist der Download jetzt fertig? Ja. Tommy fragt, hey Max, ich programmiere schon ziemlich lange und es liegt mir eher im Gefühl, als dass ich eine rationale Begründung dafür habe, ob ich Referenz oder Value Types benutze. Ach du Groß, jetzt kommt Big Brain Talk. Expanding, habe ich das hier überhaupt hier? Expanding Brain kommt jetzt. Hier. Aber der Talk geht jetzt richtig Big Brain, Alter. Da reicht schon der Fünfkopf nicht mehr. Okay, ob ich Referenz oder Value Types benutzen sollte. Mir sind die Unterschiede deutlich klar. Aber es gibt irgendwie eine Faustformel. Mit ein Boah, ey, du Scheiße, du fragst mich jetzt hier Dinger. Nein, Morpheus, damit fangen wir jetzt nicht an. Ja, also eine fällt mir ein, wenn du die vergleichen willst, ob die gleich sind. Weil Value Types ist standardmäßig, sind die gleich, wenn der Inhalt gleich ist. Reference Types nicht. Ja. Also wenn du überprüfen willst, ob was, ich meine, das ist nicht so, dass das nicht mit Reference Types auch funktionieren würde. Du kannst einfach Equals da überschreiben, funktioniert. Aber standardmäßig würde ich sagen, ey, wenn ich überprüfen will, ob der Inhalt gleich ist, dann würden sich vielleicht Value Types eher anbieten. Weil da ist es halt einfach standardmäßig so. Oder aber, wenn man kopieren will, ohne das Original zu verändern, dann auch Value Types. Ansonsten... keine Ahnung, also ich würde das auch eher nachgefühlt machen. Wobei ich dir ehrlich sagen muss, ich verwende eigentlich fast nie Value Types. Ich verwende eigentlich zu 99,9% einfach Class und Class ist Reference. Und ich mache mir da ehrlich gesagt auch selten Gedanken drüber.
Puh. Also. Ja gut, in C++, ihr wisst, ich bin ja der wahnsinnig große C++-Fan, was das angeht. Unter C++ sagt jetzt ja, dass die C++-Pros sagen jetzt ja, also da meine, ja, mit denen ich ganz dicke bin. Nee, also die C++-Profis sagen ja, man soll gar keine Pointer mehr verwenden, soll, also keine richtigen Pointer mehr hier, sondern man soll nur noch Smart Point, nee, nicht Smart, wie heißt das? Wie heißt das unter C++? Heißt das nicht Smart Pointer? Nee, wie heißt denn das jetzt? Unique Pointer und Shared Pointer und so. Ist das Smart Pointer? Ich glaube, es sind Smart Pointer. Unter C++ soll man nur noch Smart. Shared Point. Unique. Ja, sind das nicht Smart Pointer? Smart Pointer. Wow, nee, das ist was anderes. What the f. Doch, genau das hier meine ich. Also C++-Leute sagen jetzt ja, man soll gar keinen normalen Pointer mehr verwenden, sondern nur diese Big Brain. Pointer, die man nicht lesen kann, also die da. Weil C++-Leute haben ja den Hang dazu, alles möglichst kryptisch zu machen. Und deswegen sagen die ja hier, soll man machen. Bei C++ finde ich es eigentlich relativ einfach. Sobald man das woanders braucht, als in der lokal in der Funktion, dann musst du ja einen Pointer verwenden. Bleibt dir gar nichts anderes übrig, großartig. Einziger Unterschied ist, ja, ich weiß, also was auch geht ist, wenn man Funktionen aufruft, dann kann ich das Ding oben nicht als Pointer deklarieren, keine Referenz übergeben. Das funktioniert auch, aber letztendlich in C++ finde ich, ist es einfacher, weil sobald man es nicht lokal in der Funktion verwendet, muss es ein Pointer sein. Und hier muss man sich halt nicht ums Aufräumen kümmern. Also, Funktion lokal das, übergreifend mehr oder weniger immer das. Du kannst ja Value Types immer kopieren oder mit uns. Ja, das kann man machen. Aber das ist. Wozu soll ich mehr kopieren, als ich das bräuchte? Ja. CBR, was ist denn CBR? Ist das CBR? CBR, C++. Ach so, Call by Reference. Ach, verstehe. Excellent. Ganzen Big Brain Abkürzungen heute. Tuckt.h. Alles klar. Nein. Ich programmiere gar nichts in C++, außer es muss sein. C++ kann mal mich sonst wo. Yep. Kann mich C++. So, okay, der Download ist fertig. Leute, ich bin schon wieder da. Ein kurz, ganz kurz. Exzellent. Worauf willst du Windows installieren? Ich will es mir einfach mal angucken. Also, ich habe mir überlegt, was wir machen, ist folgendes. Wie habe ich gerade Schluck auf? Wo kommt das her? Also, was ich mir überlegt habe, ist folgendes. Wir installieren Windows 2019. Server 2019. Dann gucken wir mal, wie Remote Access funktioniert. Angeblich kann das ja mittlerweile SSH. Mal schauen, keine Ahnung, habe ich noch nicht ausprobiert. Müssen wir mal schauen. Dann gucken wir, wie man da eine statische HTML-Seite hosten kann. Dann gucken wir, wie man da mittlerweile Packages nachinstalliert, so ob man da zum Beispiel einfach den Nginx nachinstallieren kann. Wahrscheinlich nicht. Linux kommt, das kommt manchmal vor. Hier waren schon mindestens zwei Leute drin, die ich von der Arbeit kenne. Das ist wahrscheinlich habt ihr das nicht so mitgekriegt, aber kommt manchmal vor. So, dann gucken wir mal, wie man da einen File-Server macht. Dann will ich mal gucken, wie man Docker unter Windows installiert, weil das geht ja angeblich und ist ganz toll. Dann gucken, ob wir Hyper-V installiert kriegen und WSL und so weiter. Mal schauen, ja. Mal gucken, wie wir das auf die Reihe kriegen. Es wird aber wahrscheinlich echt eklig werden. Kann ich ja jetzt schon sagen, weil Windows ist halt pauschal eklig. Okay, also Virtual Machine, Custom, Next, Next, nicht Linux. Hätte auch nicht gedacht, dass ich in nächster Zeit hier mal wieder umschalte. Aber ist der Sound zu laut? Nö, passt eigentlich ganz gut, oder? Sound zu laut, ticken leiser, ticken lauter, passt so, oder? Also wenn ich sehe, hier ist meine Stimme, da ist Sound und das ist ja Dezibel-Logik, also sprich,
das da ist quasi nur irgendwie ein Viertel so laut wie das da, dann, weil Dezibel-Logik, weil Scheiß-Einheit, Scheiß-Skala, ist ja keine Einheit. Bisschen lauter, können wir machen, können wir ein bisschen ticken. Ich muss natürlich gerade mal kurz zurückmachen, wo es so schön laut war. Ja, so lassen wir es jetzt. Exzellent. So, also, Windows. Das kommen wir aus dem Windows Server 2016. Okay, 2019 gibt es da noch gar nicht. Next. Das Ganze installieren wir übrigens auf E. VMs. New Folder. KKW. Komm, egal wie das Ding heißt. Next. UEFI Boot. Okay. CPUs. 4 Stück. 4 Kerne. 4096 MB RAM. Sollte erstmal reichen. Bridge Network. Weil ich will vielleicht auch von außen drauf zugreifen. Mal gucken. Was auch immer. Next. Ja, wenn du das als SSD machen willst, mach SSD. Virtual Disk. 60G reichen. Leute, reichen 60G? Ja, bestimmt reichen 60. Muss reichen, Mann. Wir machen da nichts großartig mit. Das müssen wir gleich mal gucken, wie groß der Windows-Server nach der Installation ist. Mal gucken, wie groß das ist. So, next. Customized Hardware. Ja gut, Display müssen wir dran lassen. Drucker machen wir mal weg. Soundcard lassen wir mal dran, weil ich wissen will, ob dort auch Cortana am Anfang rumschwätzt. Finish. Okay. Power on. Was? No. I finished install. Ja, nervt mich. Okay, CD rein. Settings. ISO Images, Downloads. Dieser Dateiname macht mich echt fertig, ey. Wer hat sich das denn ausgedacht bei Microsoft wieder? Okay. Und Neustart, Windows installieren. Zack. Vielleicht sollte man das CD-Laufwerk einschalten, dann geht's auch. Excellent. View, Stretch, Deep. Oh ne, ich war zu langsam. Jetzt nochmal. Press any key. Kann ich ein Nice bekommen? So, Language Install Englisch, Time Currency setzen wir mal auf German. In Belgien? Reden die in Belgien? Ja, doch, Teile in. What? Warum kam jetzt nicht Germany danach? Oh, next, Install. Bam. Nee, Maya, ja. Ja, das gibt's leider noch nicht als Sprache. So, was können wir. Okay, was ist der Unterschied? Data Center und Standard. Desktop Experience. Was ist denn da der Unterschied dazwischen? Meinen die mit Dis Options full Windows? Ne, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich brauche da kein Transparenz und Hintergrundgedöns. Ich brauche aber halt das normale Windows-Geklicke, weil ich sonst nicht weiß, wie man das einrichtet. Manage with Command Prompt PowerShell or. Oh! Nee, das geht nicht. Da habe ich keine Ahnung, wie es funktioniert. Dass man das Desktop Experience nennt. Das klingt schon so fancy irgendwie schon. Ja, ich brauche auf jeden Fall einen Desktop. Also mit PowerShell bin ich nicht in der. Ich weiß noch nicht mal, wie ich das Windows Admin Center überhaupt starte. Wobei, ich würde es ja gerne sehen. Wie das probiere ich jetzt mal aus. Warte mal. Snapshot. Das geht ja schnell. Ich probiere mir jetzt einfach mal aus. Ich will mal wissen, wie ein Windows ohne grafische Oberfläche aussieht. Das würde mich jetzt mal interessieren. Das ist bestimmt gebated. Das sieht bestimmt genauso aus, nur dass einfach kein Desktop geladen wird, obwohl alles dabei ist. Custom, Next.
Das Installieren geht ja schnell, das dauert 5 Minuten oder so. Full Experience, Full Experience machen wir danach, weil ich kann Windows wahrscheinlich nicht managen gescheit, ohne grafische Oberfläche. Ich weiß jetzt schon, dass ich mich darüber aufregen werde, wie unnötig kompliziert alles ist. Man muss ja sagen, vieles ist unter Linux auch nicht wirklich intuitiv. Aber man hat sich dran gewöhnt. Wahrscheinlich ist es bei Windows Admin, ist es für Windows Admins ähnlich. Zum Beispiel unter Windows ist es auch total unintuitiv, dass alle Programme irgendwie unterschiedliche Parameter haben, ja? Mal ist es minus minus Version, mal ist es minus groß V, mal ist es einfach nur Leerzeichen Version, mal ist es keine Ahnung, minus Version groß, minus Version klein. Also sprich, das ist unter Linux auch überhaupt nicht einheitlich. Was ich aber witzig finde, unter Windows ist es auch nicht wirklich einheitlich. Obwohl das Microsoft kriegt es auf dem Desktop ja auch schon mal nicht hin. Also warum soll die es im Server hinkriegen? Das ging schnell. Das ging echt schnell. Das hat eine Minute gedauert, den Kram zu installieren. Big Brain Speed. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht ohne grafische Oberfläche. Bis jetzt sieht es vollkommen normal aus. Nur halt nach Windows. Sogar einen Mauszeiger habe ich schon gesehen. Aha. Wahrscheinlich geht da einfach ein PowerShell-Fenster auf, ja. Ist er gerade abgekackt? Oder ist es normal, dass er sich neu startet? Kann es sein, dass es kaputt ist? Ah, nee. Moment, ernsthaft? What the fuck? Das ist ohne grafische Oberfläche? Microsoft, please! Das ist doch nicht ohne grafische Oberfläche. Da wird einfach kein Desktop gestartet. Das ist stinknormale Microsoft, come on. Okay. Okay, jetzt mal ernst gemeinte Frage. Warum sollte ich diese Variante überhaupt installieren? Ich meine, die paar Gigabyte Festplattenplatz machen sie doch jetzt auch nicht aus. Oder das wird weder schneller sein, noch sonst was. Also, warum? Okay, User-Passwort. Okay, also. Okay. Nee, Moment. Oh, ich habe rechts reingeklickt. Fuck, wie kriege ich das wieder weg? Okay, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Unable. Ah, das ist nicht kompliziert genug. Verstehe. Selbst als Admin darf ich das nicht. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Underscore. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Underscore. Auch nicht. Oh, jetzt wird's aber Big Brain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Underscore groß A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Underscore groß A. Ah, das geht. Okay, das ist natürlich viel sicherer. Okay. Ach du Scheiße. Das ist wirklich einfach so ein komisches CMD-Ding. Was passiert dann jetzt, wenn man Ctrl-Alt-Entfernen drückt? Es geht ein neues Fenster auf. Und ich kann den Taskmanager aufmachen. Sogar der Taskmanager ist dabei. Das ist doch nicht ohne grafische Oberfläche. Das ist eine ganz normale grafische Oberfläche. Nur, dass kein Desktop gestartet wird. Kann man hier... Okay. Run new task. Guck mal, ich kann jetzt hier drüber Sachen starten. Ne, browsen kann ich nicht, weil kein Desktop gestartet ist. CMD. Ne, PowerShell. PowerShell. Aha. Echo Lull. Lull. Was jetzt natürlich richtig Big Brain wäre, wenn ich von hier WSL nachinstallieren kann und einfach ganz normal das Ding verwenden kann wie Linux. Aber das wird nicht funktionieren. Okay, nee, ich brauche einen grafischen Desktop, sonst komme ich... Mach mal Explorer. Nee, das gibt's bestimmt nicht. Explorer. Muss man da Exe machen? Nee, die ist wahrscheinlich nicht drauf. Kalk. Auch nicht. Okay, die haben wirklich die ganzen Grafiksachen. Also der Unterschied ist im Prinzip nur, dass die grafischen Sachen nicht installiert sind.
Was soll ich probieren? Abwitz. Was? Abwitz? Witz? CPL. Ah, geht nicht. Wie konfiguriere ich das Ding eigentlich jetzt? Wie installiere ich jetzt hier Sachen? Okay. Sign out, switch user, cancel, cancel. Okay, wie installiere ich jetzt hier überhaupt Sachen drauf? Nuget? Gibt's das? Okay, PowerShell, Nuget. Nee. S-Config? Wow! Boah, das sieht ja aus wie Windows 2000, ey. Monka S. Also ich will jetzt als erstes mal den Desktop nachinstallieren. Wie mache ich das denn? Okay, Remote Desktop 7. Enable. Less secure. Okay. Habt ihr es gesehen? Man hat ein Kommandozeilen-Config-Programm, aber es ploppt immer noch ein OK-Fenster auf, wo man draufdrücken muss. Windows-Logik. Wie kriege ich jetzt die IP-Adresse von dem Ding raus? Ich meine, was interessiert mich dieser komische Kackname? Ich brauche die IP von dem Teil. Configure Remote Management. Network Settings. Da. 2.130. Alles klar. MSTSC. 2.130. Ist es Administrator? Dator. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Underscore A. Yes. Wow. High res. High res ohne Desktop. Okay. Grandios. Kann man jetzt die Auflösung hier auch hochstellen? Font? Ah. Erstmal ein bisschen fetter machen das Ganze. So ist das. So ist das nice. Es passt natürlich jetzt nicht genau drauf. Das wäre auch sonst zu einfach. Okay, wie kriege ich jetzt den Desktop wieder drauf? Weil ich meine, hier kriege ich ja absolut Anfälle bei. Und das sage ich als Linux-Mann, der den ganzen Tag auf der Kommandozeile sitzt. Oder gibt es zumindest ein schönes GUI für Windows-Config in irgendeiner Art und Weise. Das kann nur die Zukunft sein. Oh, guck mal. Telemetrie-Settings. Habt ihr das gesehen? Das gibt's sogar unter Windows Server. Change Tele. Ja, yes. Warum muss ich mit der Maus zwischendurch klicken? Was ist das für ein Schwachsinn? Ich hab einen Terminal-Config, ja, aber ich muss zwischendrin immer noch klicken. Was bei Windows 2019 musst du komplett nachinstallieren? Ernsthaft jetzt? Okay, ich bin nicht begeistert. Aber ich hab das auch nichts anderes da erwartet. Chat, ich glaub euch, aber ich muss mal kurz wirklich reinstall Desktop. Install Desktop Experience. So. Okay. Blablabla. Was, können die einfach zum Punkt kommen? Okay, Login als Start Server Manager. Okay. Add Roles and Features. Wo ist das? Add Roles and Features. Roles and Features.
Ich glaube, ich bin hier gar nicht im richtigen Tool drinne. Okay, okay. Start Server Manager from CMD. Okay, es das heißt einfach Server Manager. Alles klar. Server. Oh Gott. Server Manager. Exe. Okay, aber wenn Server Manager nicht ohne GUI ist, wie mache ich denn da überhaupt was? Da müsste ich die ganzen PowerShell-Sachen kennen, oder? Gut, okay, okay, ich bin überzeugt, ich muss die Desktop-Experience nehmen. Ich bin überzeugt, Chat. Kuchendienst, 3 Monate, dankeschön. Excellent Subscription. Ich reset den Snapshot mit Desktop-Experience. Hätte ja sein können. Vor allem, warum kann man das nicht nachinstallieren? Das ist ja total hängen geblieben. Warum? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Microsoft-Logik. Okay, also sind wir hier stehen geblieben. Standard, okay, Standard. Desktop Experience. Next. Ich hätte nachgucken sollen, wie viel Speicherplatz belegt ist. Oh ja, hätte ich machen können. Jetzt ist zu spät. Next. By the way, ich starte schon mal meine Linux-VM. Hier mit dem PPGA-Board, dass ich keine Fragen verpasse. Und ich brauche ja nachher, ich muss unbedingt SSH-Zugang testen. Weil ich habe irgendwo letztens gelesen, dass man mittlerweile einen SSH-Server installieren kann unter Windows. Das muss ich unbedingt ausprobieren, ey. Das, vor allem, mit was läuft das denn dann? CMD in SSH oder was? Da bin ich mal gespannt drauf. So. Jetzt installiert es auch ein bisschen länger, aber geht trotzdem schnell. PowerShell, Big Brain, Fivehead, ja. Baldrian, die Frage stellt, ich weiß nicht genau, was du dich beziehst, aber die Frage stellt sich bei mir nicht, weil ich werde Windows eh nie in der produktiven Umgebung einsetzen. Ich will es mir einfach nur mal angucken, damit ich wieder weiß, warum ich Windows nicht mag. Toxix, minus 380. Ja komm, da geht aber noch ein bisschen mehr, oder? Also es gibt ein paar Sachen, das zum Beispiel, was Easy Killer anspricht. Es gibt ein paar Sachen, die würde ich tatsächlich mit Windows machen. Also wenn ich sie machen müsste. Ne? Also Active Directory Gedöns ist halt mit Samba scheiße, muss man auch mal sagen. Wenn ich, was gibt's da sonst noch Schönes? Wenn ich Windows Client Management Deployment, was auch immer machen müsste. Also alles, was irgendwie mit AD und Windows Management zu tun hat. Klar, das würde ich mit Windows machen. Terminal, Remote Terminal Server mit RDP, mit dieser neuen RDP Extension, würde ich auch logischerweise mit Windows machen. Ach so, warum man nicht die Desktop Experience? Das stimmt, das ist richtig. Aber ich finde es trotzdem blöd, dass man es nicht nachinstallieren kann. Ich meine, er spricht, warum nicht? Ja. Ich meine, ich kann ja beispielsweise unter irgendeinem, und sag mal irgendwie, ich habe einen Ubuntu Server, da kann ich auch einfach das Paket für Desktop installieren, hab dann schick nochmal einen Desktop drauf. Box HD, ja. Aber sowas von. Und ansonsten, wo würde ich denn noch, das war ganz ehrlich, wo würde ich noch Windows einsetzen? Vielleicht, wenn ich, oh, Cortana Lite. Vielleicht, wenn ich eine Game-Stream-Firma wäre, weil die Spiele nur unter Windows laufen. Wobei ja auch da, Stadia lief ja auch unter. Lief Stadia unter Linux oder BSD? Ich glaube, Stadia lief unter Linux zum größten Teil, ne? Die PlayStation hat BSD. Hat FreeBSD als Kernel.
oder minimal Betriebssystem drauf. Okay, Passwort. Mal gucken, ob ich jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen darf. Oder ob das auch denied wird. Finish. Oh. Okay, dann machen wir das gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, underscore A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, underscore A. Leaked! Leute. Leaked. Gleich Clip machen. Oh. Ich komme mit der Maus nicht mehr rein. Mal das Video gesehen, wo Fail Overflow Linux auf der PS4 zum Laufen bekommen hat? Nee. Aber ich habe ein paar Videos dazu gesehen. Moment, man kann den Username von Admin nicht ändern. Ja, jetzt am Anfang nicht, vielleicht später schon. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Administrator so ein Ding ist. Okay, fuck, es sieht wirklich aus wie Windows 10. Aber nur reinklicken. Reinklicken geht nicht mehr. Reinklicken geht nicht mehr. Hallo? Send. YouChim, 12 Monate. Ah, ja, ja. Excellent Subscription. Ups, Moment, falscher Knopf. Big Brain Subs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, underscore A. Oh, jetzt wollen sie es aber echt wissen. Da, guck mal, da ist auch der Server Manager. Okay, jetzt. Okay, das ist genau das, was ich von Windows Server erwartet habe. Nach der Installation erstmal 5 Pop-Ups. Und Internet Explorer, den habe ich auch erwartet. Also, do you want to allow your PC to be discovered? Yes. Windows Admin Center brings together. Okay. Ih, es ist Internet Explorer. Guck mal, die blocken sich sogar selbst. Die blocken sich sogar selbst. Du kannst sie selbst nicht mal aufmachen. Ah, ah. Geh weg, geh weg. Ah! Weiche! Weiche! Okay, was wollen die von mir? Windows Admin Center ist eine lokal bereitgestellte browserbasierte. Aha! Okay, Electron, verstehe. Laden Sie Windows Admin Center aus dem Microsoft Evaluations. Okay, Moment, ich soll Admin Center aus dem Evaluationscenter runterladen. Mach ich. Wie geht denn das? Ne, okay, schau mal nicht mit Internet Explorer. Okay, wie kriege ich einen ordentlichen Browser? Das läuft ja gar nicht mehr. Wie kriege ich denn... Okay, Chrome. Aha, geh weg. Chrome. Okay. Ah. Chrome. Los. Nein, ich will Chrome nicht auf Deutsch. Ahaha, geh weg. Was ist das? Ich will Chrome auf Englisch haben. Chrome. Nicht Beta. Chrome. Englisch. EN. Nein! Aha, ja. Was ist das eigentlich für ein Kack? Kann das mal weggehen? Hm. Wie kriege ich da jetzt Chrome drauf? Okay, wir probieren das mal mit Wir probieren das mal mit Windows Bordmitteln. Fuck, ich habe so keinen Plan davon. Okay. Edge. Kann man Edge? Ist Edge da? Nein. Wie kriege ich da neuen. Okay. Wie kriege ich da. Du darfst nichts downloaden. Ja, ich merk's. Ich hab ne Idee. Chip. Wir laden uns von Chip. Alter Wind. Aha! Ich krieg Anfälle. Chrome 64-Bit Download. Excellent. Ja. Chrome Download. Jawohl.
Oh ja. Naja, alles gut. Alles gut. Bitte aktiv. Okay, das ist die erste Hürde. Wie kriege ich einen gescheiten Webbrowser drauf? Ich muss ja einen gescheiten Webbrowser drauf kriegen, dass ich mir das Windows Admin, das Admin Center angucken kann. Okay, ich muss. Ich habe eine Idee. Was unter Internetoption? Okay, Moment. Internetoption. Nee, wir machen das anders. Ich hab Big Brain. Big Brain 360 Idee. Wir installieren jetzt erstmal VMware Tools. Wir installieren VMware Tools. Und wenn ich VMware Tools installiert habe, dann copy-paste ich mir eine Chrome-Exe von meinem Haus drauf. So. So machen wir das jetzt. Hoffentlich kann man VMware Tools installieren. Weiter. Okay, da muss ich das Stretching ausmachen. Sonst spackt er rum. Standard installieren. Excellent. Excellent. Server Manager für IE Sicherheitseinstellung. Nein. Wir machen keine IE Sicherheitseinstellung. IE weg. So. Yes. Start neu. Stand da gerade Stopping Telemetry Services? Warum laufen auf meinem Server überhaupt Telemetry Services? Kann man das nicht mal auf dem Server ausschalten? So. Send Control Alt entfernen. 1, 2, 3, 4, 5, underscore A. So. Und jetzt schalten wir RDP. Nee. Ja. Lass mal auf. Alles gut. Lass es auf. Das gucke ich mir gleich an. So. Und jetzt. Moment. Download Chrome. Ich weiß, dass ich schon Chrome hab. Ich will Chrome nochmal laden. Excellent. Ha! Easy as fuck. Get recto. Easy. Easy as fuck. Easy. Outplayed. Haha. Wieso ist eigentlich auf dem Server Internet Explorer und nicht Edge drauf? Eine exzellente Frage. Kann man Edge wenigstens nachinstallieren? Remove. Vielleicht kann man irgendwie Edge darüber aktivieren. Weil Microsoft nicht will, dass man surft. Ja. Deswegen haben sie Internet Explorer drauf gemacht, der geht schon gar nicht mehr. Das Problem ist ja, ohne Paketmanager ist es halt, naja, gut. Optional Features, was auch immer. Also ich meine, ich brauche ja einen Browser, dass ich mir das hier angucken kann. So. Google Chrome, jawohl. Auf geht's. So, jetzt kann ich mir endlich das Admin Center angucken. Also was wollt ihr von mir? Download Admin Center. Mache ich. Continue. Noch einmal. Ja. Add local hosts. Country Germany. Wir wissen jetzt ja, dass man da Mist eingeben kann. Yes. Ah, okay. Add ayaya.ayaya. 0. Continue. 0. Continue. 069000. Continue. Next. Sollte einem das Wort Evaluation nicht Angst machen auf einem Produkt? Eigentlich schon, ja. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt so geil dran ist. Ja, jawohl. Bei der Suche nach mal. Was? Das macht er doch eh schon, oder? Warum muss ich das im Installation vom Admin Center auswählen? Was auch immer.
Was? Gateway Server? What the fuck? Ich hab keine Ahnung, was der von mir will. WinRM? Was ist WinRM? Gateway Endpunkt? Der, okay, Moment, also Microsoft hat doch vorher gesagt, das ist eine lokale Browser-Anwendung. Was will der jetzt von mir? Ach, Windows Remote Management ist das. Aha. Windows Admin Center ändert das Einstell- Ja, weiter. 443. Ach, so meinen die das mit lokaler Web-Anwendung. Die meinen gar kein Elektron-Zeug. Verstehe. Du installierst dir gerade einen Webserver, wahrscheinlich, ja? Sieht so aus. Mal gucken, was er macht. Das Admin Center hat auf einem Server nichts zu suchen. Hä? Okay. Aber warum schlägt er mir das denn vor, dass ich das installieren soll? Was auch immer, wir installieren das jetzt mal und gucken, was das ist. Öffnen Sie diese URL in einem Browser auf einem PC. Nein, doch nicht im Internet Explorer. Alter, nicht im Internet Explorer. Okay. Administrator. Nein. Administrator 356 underscore A. Safe. Das Admin Center. Da ist es. Fertigstellen. Big Brain Admin Center. Okay. Win. Nabguakumuase. So. Extensions. Oh, jetzt wird's aber richtig Big Brain hier. Update für das Azure Security Center. Natürlich, immer updaten. Update. Nicht, dass ich das Azure Security Center brauche. Okay. Ist das so eine Art... Also, es sieht nicht so aus, ja? Aber es sieht ein bisschen aus wie die Microsoft Account Settings und das Azure Frontend. Das Kind quasi aus Microsoft Account Settings und Azure Frontend. Das, was ich hier sehe. Hier oben gibt es eine PowerShell-Skript. Kann man eine Konsole aufmachen? Nee. Man kann nur vorgefertigte Skripts. Das da oben gebaitet, das tut so, als wäre es eine Konsole. Ist aber gar keine Konsole. Warum ist da ein Internet Explorer drauf? Weil das der einzige Browser ist, der standardmäßig installiert ist. Remote PowerShell. So, das erste, was wir jetzt mal machen noch, ist RDP einschalten. Wie schalte ich RDP ein? Okay, Configure this Local Server. Install Windows Updates. Ah, wie macht man eigentlich Windows Updates hier drüber? Auch so? Update? Some settings are managed by your organization. Echt? Ich bin meine Organisation. Okay, wie macht man RDP an? Manage Tools? Puh. Wobei, wir haben doch schon vorhin gelernt, wie man das macht. Sconfig. Configure Remote Management. Enable Remote Management. Ha, Big Brain. Muss 2 bis 3 Mal suchen, bis alle... Wow! Okay, wo steht hier Remote Management? Ich sehe es... Ach, hier, da. Jetzt ist Remote Management enabled und Desktop ist disabled.
was Remote Desktop Firewall Exceptions, ja. Nein, alles darf sich connecten. Okay, und jetzt kann ich da drauf. Okay, ausprobieren. Oho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und, 1, 2, 3, 5, 6. Underscore A. Remember me. Okay. Neues Zertifikat. Alles klar. Das immer. It's magic. Oh, Moment. Diese komischen Windows-Gesten gehen auch unter RDP. Sehe ich das richtig? Warum tust du das überhaupt an? Man muss manchmal seinen Horizont erweitern, ja. Big Brain kommt nicht von alleine. Gut, das können wir wieder ausmachen. Das brauchen wir nicht. Gut, jetzt kann ich zu den eigentlichen Sachen mal übergehen, die ich ausprobieren wollte. Zum Beispiel wollte ich einen SSH-Server installieren. SSH. Nee. Add. Nee, das war was anderes. Connect to Winnabugumase. Add. Use your Windows account. Continue. Was? Nein! What the f... Okay, Administrator F56 underscore A. Save. Ah? Da gibt's jetzt links die Remote PowerShell. Nee. Das ist Remote Desktop. Moment, ich kann jetzt Remote Desktop in meinem Remote Desktop aufmachen. Moment, geht das? Was? Wie? Are not valid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, underscore A. Natürlich sind die valid. Das erinnert mich irgendwie an... Yo, Dog. I put RDP in your RDP. You can RDP while RDP. So, kann man hier suchen. Also, SSH. Hallo, Search. Okay. Ach so, meinen die das mit. Okay, Add. SSH. Wie installiere ich hier ein SSH drauf? Roles. Das ist schon an? Wirklich? Wie läuft's mit den Vibers? Du meinst mit den hotten Grills? Fuck-Server. Okay, also ihr sagt, der ist schon drauf. Das können wir ja mal ausprobieren, ob der schon drauf ist. Und zwar gehen jetzt mal auf... Ah, nee, nee, da gehen wir nicht hin. So, wir gehen auf unsere Linux-Kiste. SSH 1.2.1.2.1.3.0. Nein, der ist nicht drauf, der SSH-Server. G-baited, Chat. G-baited. Ach nee, Firewall-Regeln sind nicht erlaubt. Kann das sein? Firewall. Firewall Network, schalt mal einfach aus. Willst du mal Kinder haben eigentlich? Nein, auf keinen Fall. Private Network Active, man schaltet es einfach aus. Windows Defender Firewall, aus. Weg, weg damit. Ah, guck mal, jetzt pinkt er auch. Okay, jetzt. Nee, G-Baited, siehst du Leute, kein SSH drauf. Warum gibt es hier oben eigentlich keinen Suchknopf? SSH. Wie geht das? Was? Wie geht das, dass er Better Twitch Emotes in deinem Stream-Chat anzeigt? Das macht das automatisch. Wie kriege ich hier einen SSH-Server installiert, Leute? Wo, seht ihr das irgendwo?
Remote System. Fuck Server. Okay. Moment, Moment. Windows 2019 Install SSH Server. Optional Features. Aha. Apps. Apps and Features. Also ich hab ja Mitleid mit jedem, der den Kram administrieren muss ohne die Oberfläche. Apps and Features. Manage Optional Features. Add Feature. Kann man jetzt hier... Nein, natürlich kann man hier nicht suchen drin. Open SSH Server. Aha. Da ist es. Hat das jetzt installiert? Warum kann man hier eigentlich nicht drin? Moment, das ist der OpenSSH Client. Add Feature. Moment. Hä? Doch gerade gemacht. OpenSSH. Der installiert das nicht? Warum installiert denn der das nicht? Alter Microsoft, please, warum sind die Sachen so unglaublich beschissen unter Windows? Okay, Max, mal bitte über den Server, alles klar. Ist der Server Manager das hier? Moment, ist das, meinst du... Wo ist das überhaupt hin? Du meinst das hier, oder? Server Manager. Okay, dann schieß los, wo geht das jetzt? Local Server, Remote Management. Oben rechts, Manage. Blistner. Und dann Add Roles and Features. Ich find's aber geil, dass es hier drüber nicht funktioniert, ne? Obwohl das Microsoft. Ach, guck mal! Was macht der da? Was macht der da gerade? Damals ist es ziemlich langsam, ne? Okay. Ach, ihr meint, die Windows-Updates würden nicht funktionieren jetzt. Da. Pending Restart. Soll ich wirklich jetzt rebooten dafür? Okay, also was müsst ihr jetzt hier machen? Add Server Selection? Before you begin. Okay, next. Role. Okay. Was? Ah, hier kann man den Server auswählen, das ist einfach nur... So, und da kann man jetzt bestimmt SSH irgendwo auswählen oder auch nicht. Features. Ah, SSH, hier. SSH Server. Was? Nicht SMTP. Moment. Komme ich auf SMTP? SSH? Lol. Gibt's nicht? Ja. Aber ich kann einen Telnet-Client installieren. Fuck Server, Alter. okay, also das mit SSH-Server installieren scheint nicht so zu tun. Ich muss jetzt wohl erstmal warten, bis Windows-Updates fertig sind. Eventuell das OpenSSH. Oh, Big Brain Chat. Big Brain. Gucken wir mal. Ja, ja, ja. Hallo? Windows? Windows? Bill Gates guckt gerade persönlich nach.
Local Host Timeout. Cack Wait. Okay, vielleicht liegt es wirklich an Windows Updates, dass der rumspackt. Okay, Leute, ich sag euch mal was. Es ist Windows. Das dürfen wir nicht vergessen. Restart. Ja. Danach geht das. Reboot hilft bestimmt. Guck mal, ob er rebootet hat. Getting Windows ready. Don't turn your computer off. Alles klar. Mir ist es absolut unbegreiflich, wie man sowas wirklich verwenden kann. Ich versteh's nicht. Wir machen Docker. Gleich schon mal Docker drauf, ja. Das wird jetzt lang. Warum? Warum braucht er 30 Stunden dafür? Ich hab doch gar nichts gemacht. Was gette der da eigentlich ready? Oh, ach, Updates. Okay, Big Brain Updates, alles klar. Danach installieren wir Hyper-V. Und machen eine VM in einer VM. Wir machen dann eine Linux-VM in der Windows-VM. Wisst ihr, und ich denke immer, dass es schon eine Zumutung ist, wenn ich mal ein Ubuntu oder einen Debian oder einen Red Hat oder sonst was Update machen muss und der da 10 Minuten rumrödelt. Wobei 10 Minuten ist viel zu lang, 5 Minuten. Ah, guck mal, er startet. Excellent. Trusted Installer. Aha, G-baited. You got G-baited. Man dachte, er ist fertig. Er war gar nicht fertig. Jetzt haben wir's, Leute. Jetzt gehen wir wieder in unseren Remote Desktop. Yes. Don't ask me again. Aha, da sind wir wieder, Leute. Da sind wir wieder. Das ging tatsächlich relativ schnell, ja. Moment, wir haben... Was ist das? Was ist hier los? Wow. Was hat er für Schmerzen? Warum ist das jetzt alles rot? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab doch legit nichts gemacht. Oh, guck mal, es geht weg. Es geht langsam weg. Habt ihr das gesehen? Jetzt sind es nur noch 5. Ah, Delayed Start, okay. Stand ja auch dahinter, Delayed Start. Okay, also können wir das ignorieren. Was macht denn eigentlich unsere SSH-Server-Installation? Apps? Features? Warum kann man hier eigentlich nicht drin suchen? Okay, scheint installiert zu sein. Open SSH Server. Poggers. Okay, gleich mal gucken, ob es funktioniert. Nein. Nicht dahin. Geh weg.
für Mail. Was? Man muss bestimmt den Service starten noch. Okay. Service? SSH. Ne, Open SSH. Open SSH Service ist, der ist nämlich nicht gestartet. Starten. Jetzt aber. Jetzt aber. Bam! House Key Verification failed. Ja, den Scheiß können wir immer wieder komplett löschen. So, yes. Nein, Administrator. Administrator. Root ist so einfach zu tippen, ne? Kannst mal PowerShell Remote probieren. Ja, probier mal gleich aus. Fingerprint liegt. Oh, Monka S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, underscore A. Da sind wir, Leute. Excellent. Wir sind remote über SSH auf einem Windows-Server und haben eine CMD offen. Und das ist also Batch-Gedöns. Und jetzt PowerShell. PowerShell. Guck, man kann sogar eine PowerShell starten. Huge Poggers. Also das geht ja nicht unter Windows. Also gerade PowerShell starten. Kann man auch SSHX-Forwarding machen? Nee, das ist zu schön. Moment, startet er das jetzt auf meinem... Wartet mal kurz, Leute. Okay, die haben keinen Bock. Startet er das jetzt, wenn ich das jetzt hier starte in der PowerShell, startet er das jetzt auf meinem Desktop? Nee, der macht einfach gar nichts. Alles klar. Was auch immer. Wie kommt man hier raus? Exit? Nab Guamoise. Exit. Okay. Machen wir mal SSH GUI Weiterleitung. 1, 2, 3, 4, 5. Moment, kann man Keys kopieren? SSH Copy ID. Nein. Das wäre auch zu einfach, wenn das funktioniert. Server Manager. Nee, okay, also das wäre auch zu abgedreht, wenn X-Forwarding funktionieren würde. Ja, LS ist ein Alias in PowerShell. Es gibt ein paar Sachen, wo sie den Linux-Leuten entgegenkommen wollten, was sie in PowerShell eingebaut haben. Okay, also das funktioniert schon mal. Ich bin ja zum Teil begeistert. So, wie macht man den Server-Manager wieder auf, wenn man zugemacht hat? Da war er. WGET ist auch ein Alias. Sag mal, wie lange brauchen eigentlich die Services, bis die starten? Jetzt mal ehrlich, das dauert ja 10 Minuten, bis der Kram auf ist. Was hast du? WGET gibt's. PowerShell. Moment, was ist das? Oh, das kenne ich. Das ist diese komische PowerShell-IDE, die dabei ist. Gehst du fort. PowerShell. WGET. Kommt ein Problem aus. WGET, google.de. Mit dem Int... WGET ist ein Alias auf den Internet Explorer. Was soll ich davon halten jetzt? Klaus. Gibt's einen Curl? Gibt's auch einen Curl? Das ist ja ein fucking Internet Explorer Link. Das ist so kaputt. Okay. Die Services sind immer noch nicht gestartet. Alles klar, okay, weiter im Text. Also wir haben es ja schon mal, es ist ja schon mal nicht schlecht. Wir haben es ja schon mal geschafft, jetzt SSH-Zugang zu installieren. Damit kann ich zwar nichts anfangen, aber... Ach, Moment, Parrot Live, gute Idee. Curl.
Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Call Parrot Live. Mach mal Add anstatt Close, okay? Ich adde jetzt einfach alles. Ich muss das gerade doppelt adden. Was du bisher verpasst hast, viele merkwürdige Windows-Sachen. Also, by the way, wer sich fragt, wie die Seite aussehen sollte, eigentlich sollte die Seite so aussehen. Mit einem normalen Curl funktioniert das ohne Probleme. Aber das Beste ist ja immer noch... Ah ne, das habe ich jetzt hier nicht gestartet. Du kannst auch den IE komplett rausnehmen. Ah ne, das darf ruhig so bleiben. Okay, der Kram, der mag nicht starten. Das ist wirklich... das ist stopped. Okay, wenn es absichtlich stopped ist, dann muss es das doch auch nicht als rot anzeigen. Okay, nächste. Wir ignorieren das jetzt. Okay. Weiter im Text. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt ernsthaft machen will, weil ich habe mir aufgeschrieben, ich würde gerne statische HTML-Seite hosten. Aber nachdem ich gesehen habe, was das für ein Riesen-Act ist, so einfache Dinger zu machen, weil wie würde ich eine statische HTML-Seite hosten? Okay, Add Roles and Features. Ich mache das mal als Windows-Noob, ja? Skip this page by default, ja. Als Windows-Noob, der echt keine Ahnung davon hat. Also, Windows, ich würde jetzt nach Webserver suchen. Ich würde jetzt nach Webserver suchen. Webserver. Add Features. Next. Brauche ich da alles nicht? Client. Das macht mich immer noch fertig, dass das ein eigenes Feature ist unter Windows. Next. Naja, next. Was will der von mir? Was, dritte von unten? Wireless La... Der WLAN-Service. Okay, next. Fresh BK, was denn? 3 Minuten macht doch nichts. 3 Minuten ist kein. Geht auch schnell. Oder meinst du damit, es dauert nicht lang? Static. Static Content. Ja, genau, das brauche ich. Static Content. Next. Install. So. Also, er installt jetzt auf Nabukumumase Sai. Alles klar. Easy. Also für mich als Linux-Mann ist das eher... Es ist auf eine gewisse Art und Weise unterhaltsam, aber auch nur vor dem Hintergrund, dass ich weiß, ich muss es nie verwenden. Weil wenn ich wüsste, ich müsste das verwenden, dann würde ich wahrscheinlich eher verzweifeln daran. Okay, close. Jetzt habe ich einen Webserver installiert. Guck mal, man kann das sogar darüber verwalten. Das ist ja richtig Big Brain. So, und jetzt irgendwo eine statische HTML-Seite reinlegen. Wo ist denn hier so der www-Root quasi? Wo ist denn das hier? Nick-Teaming. Ist das sowas wie Bonding? Noch nie einen Arbeitgeberwechsel in Betracht gezogen. Ja doch, wenn ich Windows Server machen müsste, dann schon. IIS Manager. Ist das, das ist doch hier der IIS? Nee.
oben rechts tue? Ah, hier, der Internet Information Services Manager. Oh, Big Brain Tool. Sieht wahrscheinlich seit Windows 2003 genauso aus. So. Also das heißt, wenn ich jetzt auf den Server gehe, habe ich dann schon eine Seite? Was war's? 130, 230, 130, ne? Boah! Poggers! Es ist schon mal eine Seite, das ist doch schon mal gut. 2003 war noch etwas eckiger. Wie willst du das fundiert entscheiden können, wenn du noch nie mit Windows gearbeitet hast? Ich habe genug mit Windows gearbeitet, dass ich weiß, ich will damit nichts zu tun haben. Zumindest nicht live, ja? Jetzt hier ein bisschen mit rumspielen ist ja eigentlich ganz nett, aber nee. Geh mal bloß fort. Jedes Mal, wenn ich mit Windows was machen muss, kriege ich absolut Anfälle, wo Sachen versteckt sind. Ich meine, allein schon die glorreiche Idee von Microsoft, dass dieses komische Feature hinzufügen, Telnet-Client. Ich meine, ganz im Ernst, wer hat sich das hier überlegt? Warum gibt es hier keine Suche drin und solche Sachen? Warum? Das ist alles total zusammengestückelt irgendwie. Ich will nicht sagen, dass das unter Linux die Usability, das Usability-Mecca ist oder so. Da gibt's auch genug viel Scheiß, ja, keine Frage. Aber es fühlt sich alles nicht so hakelig an. So, okay, ich will eine statische HTML-Seite anzeigen. Wie mache ich das? Startseite. Die Startseite ist hier. New Site. Wo ist mein www-Root? Wo muss ich eine statische Seite hinlegen? Unten umschalten auf Content. Unten? View. Oh. Ah. Ah. Guck mal da. Ah, Big Brain. Add Website. Okay, wir machen jetzt mal eine ganz, ganz tolle statische Webseite. Dann gehen wir mal irgendwo hin. Keine Ahnung. C. Inetpub. Da rein? Oh, guck mal, wir haben einen richtig echten www-Root. Krasser Shit. Alter. Das heißt ja noch www-Root. Okay. Poggers.html. Hallo. Was auch immer. Vollkommen egal. So, kann ich da jetzt direkt drauf? Poggers.html. Nein. Ach, stimmt. Oh, es ist ja Windows. Ja, ja. Es schmerzt. Es schmerzt. Okay, View. Dateierweiterung. File Extension. Yes. Boah. Okay, wir haben es geschafft. Webserver am Start. Wahnsinn. Die Seite sieht ja auch aus, Sehr gut. Sehr gut. So. Okay, und jetzt kommen die schwierigen Sachen. Also, ich habe mir aufgeschrieben, Remote Access, dann gucken wir, ob man SSH installieren kann. Ob man einen Webserver installiert kriegt mit einer statischen HTML-Seite. Dann, ob sowas wie ein Paketmanager gibt, aber sowas wie ein Paketmanager gibt es nicht. Es gibt hier dieses Roles und Features Update Gedöns, aber es hat ja mit dem Paketmanager nichts zu tun. So, und jetzt wollen wir Docker installieren. Da bin ich jetzt mal wirklich sehr gespannt drauf. Docker unter Windows ist ja Hyper-V. Zumindest war es das am Anfang, ob das immer noch so ist.
deswegen müssen wir das, glaube ich, hier mal stoppen. Den Server anhalten und Virtualisierung einschalten, dass das klappt. Bin ich jetzt auch vom Server drauf? Ja. Shutdown. Unplanned. Okay. Docker unter Windows ist cute. Sicher. Docker, ah, Windows-Container laufen ohne Hyper-V, aber eben nur Windows-Programm. Okay, verstehe. Ah, man kann doch auch Docker-Container machen mit Linux-Programmen, oder? Und dann ist es ein Hyper-V-Container. Hyper-V-VM. Also, Options. Moment, wo ging das jetzt nochmal? CPU? Virtualize, das da. Hau on. Paketmanager Install Package. Ja, aber da kann ich nicht einfach sowas wie, sagen wir mal, Firefox. Nee, na gut, Firefox ist ein doofer Brand. Nginx installieren oder sowas. Echt? Das probieren wir mal aus jetzt gleich. So. Immer wieder RDP drauf. Das liest sich als wäre es PowerShell, hä? Liest sich ein bisschen so als wäre es PowerShell. Was? Find Package. Find Package. Find Package. Okay, Nginx. Oh, ich kann mal nicht. Ich glaube, so schreibt man. Was? Nougat is not installed. Yes, mach einfach. Yes. Wow. What the fuck? Ah, der findet's nicht. Okay, das ist dann bloß für Windows eigene Geschichten. Das ist nix mit, das ist nix für normale Software. Nee, was kann man da so zum Beispiel installieren? Docker? Ah! Ah nee, Find Package. Das sind PowerShell Extensions, hä? Visual Studio. Schau mal. Visual. Visual. Keine Ahnung, Code. Was auch immer. Okay, was mache ich? Windows Server Host, Windows Server Container. Exzellent. Wow. Okay. Da brauche ich einen Guide zu. Install Docker Windows 2019. Ah, geht ja schon gut los. Lol. Ist das Server? Ah. Install Docker on Windows 10. Nee. Okay, ich muss die Windows 10 Anleitung wahrscheinlich machen. Kann man das nicht über den Service, über den Server Manager machen? Irgendjemand hat auch gerade geschrieben, man muss. Irgendjemand hat auch gerade geschrieben, man muss irgendwo auf Windows Server Host oder so. Hier, Windows Server Host, Windows Server Container. Wo steht das? Features. Okay, bla bla bla. Hyper-V. Wir installieren mal eine Runde Hyper-V. Kann nichts schaden. Nee, keine Windows. Ich will richtig echtes Docker unter Windows haben. Das will ich jetzt mal unbedingt ausprobieren, wie gut das funktioniert. Okay. Containers! Ah, Windows Server Containers. Ah, verstehe. Nee, das nicht. Was? Virtual Switches.
Hier war es auch immer. Dann installieren wir jetzt mal wirklich Docker. Da stand doch hier irgendwo Docker, Windows. Get Docker Desktop für Windows Server? Nee, Server. Install Docker Enterprise Engine. Ich will nicht die Enterprise Engine, ich will einfach Install Docker Windows 2019. Hier, Six-Eyed, was auch immer. Nicht Six-Eyed, Five-Headed. Connect to Server. Okay, also was? Install Windows Feature Containers. Setup, install Docker on Windows. Install Module Docker MSF. Ja, wer zu. Ja, um alles in der Welt kommt dann da drauf. Moment, das sind Windows Container. What the fuck? Ey, das überfordert mein Brain gerade. Das überfordert mein Brain. Linux. Ja, die Docker für Windows Install habe ich ja schon gefunden, aber da steht doch nichts von Server. Ich lade mir das jetzt einfach Windows-typisch von der Docker-Webseite runter. Install Docker Windows 2019. Lul. Zack. What the fuck? Install Docker on Windows. Hyper-V and Container Features. Okay, das müssen wir noch hinzufügen. Add Roles. Also Hyper-V. Add. Ja, mach. Und Containers. Und Containers. Next. Ah ja, next. Was auch immer. Next. Alles klar. Next. Mach weiter. Install. So, und eben haben wir noch PowerShell auf. Da habe ich gesagt, Find Package. Da konnte ich Docker suchen. So, und das macht jetzt was? Ich muss das nochmal suchen, dass er das breiter schreibt. This module helps with developing. It detects. Was haben wir das installieren? Aber kann man damit nicht angeblich auch Linux-Software ausführen und dass er das dann in der Hyper-V-VM macht? Probieren wir jetzt aus. Ich warte jetzt, bis der Kram installiert ist. Was bringt hier Docker? Das weiß ich noch nicht, was es unter Windows bringt. Restart. Ach ja, excellent. Okay, Windows Restart. Alles klar. Restart pending. Okay. Ja, wir restarten. Wir machen jetzt Install. Package Docker. Natürlich lese ich den Chat. Aber der Chat schreibt laufend irgendwas anderes. Mal so, mal so. Das kann ja nicht so schwer sein. Install Module Docker Provider Install. Probier mal gleich aus. Also das hier mag schon mal nicht, vielleicht weil er am Neustart hängt. Oder es zeigt keinen Progress an. Was? Okay, ich starte erstmal neu. Man muss immer mal zwischendurch neu starten, dass es funktioniert.
Okay. Ist er wieder da? Gucken wir mal. Ah, ne. Der Tra- Ah, Updates! Sorry, wie konnte ich das vergessen, dass der erst 2 Stunden immer wieder neue Updates installieren muss? Was ist denn der Intelligent... Ich konnte es nicht richtig... Intelligent Background... Was auch immer, Service? So, da ist er wieder. Moment. Nein, nein. Ah! Das habe ich doppelt aufgemacht. Einmal da, ja, ja, Disconnect. Background Intelligent Transfer Service. Das klingt sehr Big Brain. Okay, PowerShell. 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 Shell. Shell. Da. Okay. Install Package Docker. So. Packages Trust. Yes. Haben wir das nicht eben schon größer gemacht? Und? Eben schon viel größer eingestellt, oder? Aha. Hat er das jetzt installiert? Docker. Nein. Okay. Dann mache ich jetzt mal das, was der Kelmore geschrieben hat. Install. Okay, was? Also, install Module Docker Provider. Yes. Docker? What? Und dann was? Docker. Ich will kein Preview, ich will einfach, dass es... Ich habe keine Ahnung, was das treibt. Yes. Docker. Ah! Hoho! Guck mal da! Krass. Wie ist die Enterprise Experience so unglaublich? Wahnsinn. Ganz toll. Docker Who Am I Container. Genau. Den starten wir jetzt mal. Ja. Was? Ja, das ist ja auch keine Windows, kein Windows-Docker. Ja, ich weiß, dass es Docker LS ist. Kann man keine Linux-Dockers ausführen? Okay, das geht anscheinend nicht. Run Linux Docker Windows. Ich meine, man kann WSL installieren und in WSL dann Docker. Die haben hier grandiose, To run Linux, Container Linux. Okay. Run Hello World. Okay, schauen wir mal, ob das funktioniert. Ha? 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 Ja, also Kelmore, wenn man sowas braucht, wäre ja echt armselig. Okay, das hat funktioniert. Ja, bla bla, Explore Application, bla bla bla.
Linux. Ach hier, Resource Tab. Aha. Das war auch die Windows-Version von Hello World, garantiert. Mein Gott, ist der Scheiß kompliziert, ey. Docker Settings Dialog. Habe ich jetzt einen Docker Settings Dialog? Boah. Ich krieg Anfälle. Okay, ich mache jetzt das, was der Kelmor sagt. Was aber halt echt lächerlich wäre, wenn das nur so funktioniert. What the fuck? Was zum... Es ist Windows, was erwartest du? Ja. Ja, ja, wenig. So, jetzt ist die Frage, ob es funktioniert. Extracting. Pause Champ. Funktioniert. Es läuft. Leute, es läuft. Stopp. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf 5 Port Moment Port 55019 gehe 19. Oh, ups. Fast. Who am I? Wir haben einen Linux-Docker-Container laufen auf Windows. Okay, das ging sogar. Das ging halbwegs. Also, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Wobei, das Setting ist immer noch sehr merkwürdig. Wir installieren jetzt nochmal Docker vor Windows. Ich dachte ja eigentlich, dass man das so machen kann, ohne über eine Webseite Installer klicken zu müssen. Docker vor Windows. Install. Dann Docker Desktop. Ja. GIF. Stable. Das müsste die Enterprise-Version sein. Okay, das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Kann man das überhaupt parallel laufen lassen? Docker Desktop ist nur für Dev-Zwecke. Ja, pff, juckt mich nicht. Wenn ich wirklich, ich will es einfach nur mal ausprobieren, wenn ich wirklich Linux-Docker-Anwendung live laufen lassen will, dann mache ich das wahrscheinlich eh nicht auf dem Windows-Docker. Sondern ganz stinknormal auf einer Linux-Kiste, wie ich es normalerweise eh machen würde. Aber das ging relativ gut, muss man echt sagen. Wieder, hat man wieder gesehen, die ganzen Subs haben sich gelohnt, weil es ist wieder excellent Big Brain Chat. Wie weit bist du? Ja, Docker unter Windows scheint zu funktionieren. QEMU-Image. Bugsnack. Die finden sich in ihrem Installer auch geil, oder? Wie das hier unten ausfadet. Die feiern sich da richtig. Danach musst du Windows neu starten. Höchstwahrscheinlich. Die IHK hat einfach euer Ergebnis der Abschlussprüfung geleakt am Samstag. Wie leakt denn die IHK Abschlussprüfungsergebnisse? Was macht der da? Wie viel Festplattenplatz verbraucht der Kram eigentlich gerade? Geht eigentlich. Nur 20G? Was? Close? Lockout? Okay. Ja, wenn Docker das sagt.
Docker-Info, ja, kann ich machen. Ne, das läuft doch jetzt beides, oder? Oder hat sich das eine jetzt... Docker-Info... Das ist die Enterprise hier. Das ist Enterprise. Und das hier ist Desktop. Wie auch immer der das jetzt unterscheidet. Docker. Ah ja. Oh, was? Ich habe 4 GB drin. Wollt ihr mich veräppeln? What? Jetzt startet er gar nicht mehr, oder was? What? Okay, jetzt hat er jetzt RIP, jetzt hat er keinen Bock mehr. Docker Desktop Exe, weg damit. Bam. Dann startet's auch wieder. Haha. Ach, da ist es. Da ist es. Haha. Ist er einfach einmal beenden und wieder starten, dann geht's. So. Da ist es. Docker is starting. Kubernetes. Nicht genug. Das Ding hat 4 GB. 4 GB. Das muss doch reichen, um einen. Okay. 4 GB ist doch nix. Ja, das stimmt. Für Windows reicht das nicht. Okay, wir machen das alle. Ich hab ja genug RAM. Der kriegt jetzt einfach mehr RAM. Ich hab ja genug. Wie viel habe ich eigentlich mittlerweile? 16 oder 32? 16, ne? Ich hab 16. Was hab ich so? Hey, ich hab 32. Okay, da kann das doch noch eine ganze Ecke mehr kriegen. Easy, kein Problem. Ja. Flop. Perfekt. Mehr RAM. Mehr RAM, man kann nie genug RAM haben. Ich habe extra 32 GB, damit ich fürs nächste Windows Update gerüstet bin. Ja, Captain Peng, das ist nachvollziehbar, ja. Poggers, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Kann man den Server Manager irgendwie ausschalten? Dass der nicht am Anfang mal aufploppt. View. Hide welcome. Oh, Docker startet. Habt ihr das gesehen? Da ist er hier. Da läuft er. Docker is starting. Mal gucken, ob der RAM jetzt reicht. Wow! Der frisst schon ordentlich RAM. Der ist da schon nicht sonderlich genügsam. Ja, RAM Usage. So. Und nu? Open PowerShell and start hacking with Docker or Compose. Excellent. Also. Start. Oh, die haben da sogar eine Power-Switze aber hier. Git clone getting start. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es natürlich nicht standardmäßig. Nein! Kein. Ah!
Kein Internet Explorer. Kurz Musik neu anmachen. Ja, Windows. Ja, wunderbar, mach. Next. Alles auf dem Windows-Server drauf klatschen, was geht, ey. On Desktop, ja, schadet nix. Git Bash hier, Git GUI hier. Nein, keine Windows Explorer Instant. Ja, next. Was? Oh! Vim ist Default. Wie? Modern? Wer erdreistet sich hier zu sagen, Vim wäre nicht modern? Was ist hier los? Als wäre Vim nicht modern, Leute. Also ich glaube, es geht los hier. Was wird gemacht? Docker unter Windows installiert, weil es geht. Use Git from Git Bash only. Egal. Naja, mach weiter. Okay, alles gut. Nano Vim. Ich hab Hyper-V schon installiert. Und ich krieg Anfälle bei der Windows-Bedienung wieder. Launch Git Bash. Keck W. Font-Rendering allererste Sahne. Okay, jetzt klonen wir das. Bestimmt, weil es dort nicht im Environment drin ist. Wie mache ich jetzt die Shell wieder auf? Ne, ich hab's, Patrick, ich hab das in der VM. Ich würde das im Leben nicht auf dem Desktop installieren. Dashboard? Ah! Da. Und jetzt? Und jetzt kriege ich kein PowerShell mehr. Auch gut. PowerShell. So brauche ich dieses GUI-Ding hier eigentlich. Kann ich nochmal das Getting Started aufrufen? Ach hier, Switch to Windows Container. Switch to Docker Info. Ist immer noch Enterprise Engine. Ja. Hier kann man auswählen, was man haben will. Command Line. Wie kann man hier eine Command Line jetzt aufmachen? Ach, das ist mir alles zu kompliziert. Aber es funktioniert zumindest. Ich konnte einen Hallo Welt Container starten, das reicht. Okay, als nächstes Hyper-V Manager. Und dann gucken wir mal, ob wir da, wie das funktioniert. Habe ich noch nie gemacht was mit. Hyper-V. Wie installiert man in Hyper-V eine VM? Hyper-V. Docker Desktop VM. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen eine neue VM. New. Virtual Machine. Next. Ubuntu. Mal gucken, ob wir das installiert kriegen. Da bin ich echt mal gespannt jetzt. So, Name Ubuntu. Generation 1. 1024 reicht. No Network. NAT. Excellent. Size 20G reicht. Next. Finish. Ah! So, und jetzt? Ubuntu Minimal Download. The Network Installer. Ja, wunderbar. BitTorrent. Erinnert mich irgendwie ein bisschen an. Be connect!
Hat aber miteinander nichts zu tun. Okay, scheint komplizierter zu sein. Ubuntu Server Download. Ich will einfach nur gucken, ob es funktioniert. Ich will das gar nicht großartig installieren. Ich will gucken, ob es startet und anfängt zu installieren. Das reicht mir schon. Das wird eh nicht schnell funktionieren, weil das Nested virtualisiert. Das Nested virtualisiert ist immer grottenlahm. So, wie startet man das jetzt? Einfach doppelklicken? Connect? Ah! Da ist es. Start. Ja. Sehr gut. Oh Mist, wie komme ich hier wieder raus? Was ist das Escape für Hyper-V? Control Alt entfernen. Moment, da ist ein Remote-Desktop drüber. Oh, das verwirrt mich jetzt, aber das sieht exakt genauso aus. Kann man das verschieben? Ein bisschen. Bisschen verschieben kann man das. Perfekt. So, Media. DVD. Insert Disk. Ubuntu. Ist der Download fertig? Ja. Ist jetzt eingelegt? Okay. Verstanden. Hahaha! Poggers! Normalerweise müsste ich da jetzt eigentlich was auswählen können. Okay, aber es sieht so aus, als startet er. Das ist schon mal gut. Yep. Dass die Installation lahm wie Sau ist, ist okay. Nested Virtualisierung juckt nicht, ja. Als nächstes, ich habe noch eine Sache draufstehen. Mal WSL installieren. Gucken, wie man WSL unter Windows Server installiert. WSL Windows Server. Windows Server 2019. Wir können das recht, machen wir da zwei. Bin, was? Und Server Preview, nee. How to install WSL2 on Windows Server. How to install WSL2 on Windows Server. Nein, nein, kein Insider-Build. Official, das haben mittlerweile raus. Ja. Ja, ja. Ah. Ah. WSL. Gibt es eigentlich unter Windows Server auch den Windows Store? Nee, zum Glück nicht. Macht die VM? Tatsächlich, guck mal da. Die Ubuntu VM läuft. Die PowerShell. WSL ist nur für Windows 2. Ach so. Ah. Oder? Ubuntu Server läuft mal wieder aus. Auto install WSL2 steht aber doch da. Okay, man braucht ein Preview-Build. Das ist natürlich doof. Das haben wir nicht. Ach so, man muss ihn noch ausschalten. Turn off. Ja, okay.
Das können wir mal machen. PowerShell, zack, enable feature. Wisst ihr, was ich sehr... What? Es war einfach weg. Windows weiß schon, wenn es nicht mehr... Es kann nicht mehr auskommen ohne Restart. Deswegen war GitHub heute down, ja. Das kann ich mir richtig vorstellen. GitHub... Docker, nicht Docker, WSL installiert, zack, Load Balancer tot. Wobei ich mich sehr wundern würde, wenn GitHub Windows Load Balancer verwendet. Okay, das haben wir schon installiert. Ein GitHub läuft höchstwahrscheinlich nicht auf Windows. GitHub war mal am Anfang eine Ruby on Rails Anwendung. Wow. Was macht der Typ da? Kann ich jetzt WSL eingeben? Der WSL Store. Ich soll den WSL Store visiten, steht da. Moment, warum lädt er denn die Ubuntu ISO nochmal runter? Kann das mal weggehen? Das nervt mich. Geh weg. Zeug. Geh weg. Hallo? Die Seite gibt's nicht. Die Seite gibt's nicht mehr. Die ist einfach weg. Wie installiere ich denn jetzt WSL? Die Seite gibt's nicht mehr. Was heute am Start? Ich probiere mal das neueste Windows Server aus, um mich ein bisschen wieder darin zu bestätigen, dass ich es nicht verwenden will. Geht es unter meinem Host? Ach, das will den Store aufmachen. Den Store gibt es natürlich unter Server nicht. Ja, perfekt, Microsoft. Und jetzt? Deswegen macht er diesen Krempel hier. Deswegen macht er diesen Krempel hier. Weil das sonst nicht geht. Okay. Und du? Install Manual. Aha. Ab X, der kann man nicht installieren. Ich habe keinen Windows Store drauf. Das geht nicht. Oder? Nee, das wird nicht funktionieren. Install on Server. Excellent. Chat, Big Brain. Darf nicht kopieren. Jetzt. Ja, das hatten wir doch gerade schon. Extrahieren eines Power... Wow. What? Weil ab X kann ich nicht öffnen. Wir lassen ihn hier erstmal downloaden. Kann ja nicht mal lange dauern. Und dann einfach starten. Braucht ganz schön lang, hm? Ah ne, erstmal entpacken, danach entpacken, expand, Big Brain. Der braucht für den Download ganz schön lang, über den Browser ging das viel schneller.
Versuche in der PowerShell Add App X Package. Okay. Das geht bestimmt nicht. Add App. Nee. App App X. Oh doch. Downloads. Nee. Ubuntu. Wow. Oh, jetzt wird's aber hier richtig advanced über die PowerShell. PowerShell Magic. Und jetzt hat's das jetzt gemacht. Da ist es. Da ist es. Tatsächlich. Und der ist immer noch am Runterladen. Lull. Abbrechen. RM. Ubuntu. Zip. Bam. Hat funktioniert? Ich glaub's nicht. Ja, stimmt. Candy Crush brauchen wir wirklich nicht. Ist aber cool, dass man das zumindest über die PowerShell machen kann. Also ich muss sagen, PowerShell ist noch das Erträglichste an ganz Windows. Sieht Windows Server wie Windows 10 aus? Ja. Mehr oder weniger. Kann man Candy Crush installieren? Na, na. Feels Batman. New Username. Pog. Passwort 1256. Wenigstens lässt mich das 123456 als Passwort verwenden. Und da sind wir. WSL am Start. So, mal gucken, ob WSL 2 läuft. Das geht wahrscheinlich nicht. Nein. Nein, 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 das ist noch das alte WSL. Das gibt's noch nicht für Windows 2, für Windows Server. Was kann man mit Windows Server machen? Der fragt mich nicht. Fragt mich was Leichteres. Die Frage ist, sollte man damit was machen? Und ich tendiere eher zu nein. Also was du damit schön machen kannst, ist irgendwelche Windows Clients managen. Von Windows Software Installation bis Active Directory Gedöns, wenn man sich das wirklich geben will. Aber ich glaube, freiwillig macht das keiner. Wenn es nicht unbedingt sein muss. Ich finde ja meinen random Rechnernamen immer noch ziemlich gut. Win Nabguamase. Klingt irgendwie ein bisschen nach Zulul. Warum so ein Windows-Hate? Das ist kein Windows-Hate. Das ist einfach die Realität. Change my mind. Minecraft Server Host. Oh, nee. Nee. Nee, 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 nee. Ich bin fertig mit allem, was ich machen wollte in Windows. Ich bin durch, ja. Also, es ist noch genauso schlimm, wie ich das in Erinnerung hatte. Ja, ich habe keine Ahnung davon. Das stimmt. Ist das jetzt eine Hyper-V-VM? Nee, das ist keine Hyper-V-VM. Das hier ist eine Hyper-V-VM. Das, die Ubuntu-Kiste, die ich da, ist eine Hyper-V-VM, ja. Sind das so Server wie CS-Server? Was, nee, CS-Server kannst du unter Linux laufen lassen. Das würde ich im Leben nicht unter Windows laufen lassen. Im Prinzip ist Windows-Server nichts anderes wie ein stabileres Windows 10 mit ein bisschen weniger Frontend-Funktionen und dafür ein paar eingebauten Services. Also wie ein Webserver und sowas. Hat Hyper-V inzwischen das Snapshot-Feature? Das ist eine gute Frage. Ich verwende Hyper-V normalerweise nicht. Checkpoint, ja, guck mal. Also von dem ganzen Crap, den wir hier haben, macht Hyper-V tatsächlich noch den besten Eindruck. Ach so, ja, das können wir noch machen. Wir können noch mal. Aber ich glaube, das geht mit WSL nicht, ne? Oder? Können wir nach Mount? Mount C? Und dort alles löschen, geht das? geht anscheinend nicht. Permission denied. Sudo. Ah. Oh. Geht leider nicht. WSL als Admin ausführen, okay.
Und jetzt? Da mal root werden. CD, MNT. Nee. Wow. Oh oh. Oh oh. Oh oh, es geht kaputt. Montag S. Ich glaube, es hat sich selbst gelöscht, weil es hängt. Aber Windows kann ich immer noch nicht löschen. Das darf ich nicht. Explorer. Oh, oh je. Wonka, es ist kaputt. Oh, oh, es ist abgekackt, Leute. Ist kaputt. Nee, doch nicht. Ha! Fast das PC. Ja. Aha. Musst du einen neuen User erstellen? Okay. Okay, das geht gar nicht so schnell. Ich will es noch kaputt machen. Ich will es auch wenigstens mal kaputt machen. Fuck. Da, ich darf das nicht löschen. Ich will mein Windows löschen. Wie kriege ich mein Windows? Du musst Permissions auf den Windows-Ordner ändern, okay? Okay, okay, Windows. Wie macht man das? Advanced Sharing, nee. Advanced. Nee. Security. Full Control. Administrator, allow. Administrator. All. Nee. Kann man Linux unter Linux löschen? Klar. Was? Ich soll mich als Owner setzen. Wüsste, wie das funktioniert, würde ich das sogar machen. Aha. Aber ich habe Modify-Rechte. Full Control. Owner. Administrator. S. Alles klar. Ah. Nee. Darf es nicht löschen. Ach so, Moment. Habe ich es falsch gemacht? Change permissions? Aha. S. Ah. Nein. Windows weigert sich, sich selbst zu löschen. Das ist aber nicht sehr nett von Windows, dass es das macht. Kann man den Explorer als Root starten? Und Explorer. Okay, das ist kaputt. Aber ich habe eine Idee. Ich kann CMD als Root starten. Oder auch nicht. Null. PowerShell als Root starten. Oh. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Das geht nicht mehr. Es tut nichts mehr. Wir gucken jetzt mal, ob es einen Neustart überlebt. Restart. Mal gucken, ob es den Neustart überlebt oder ob es jetzt RIP ist. Gucken, ob es jetzt kaputt ist.
Okay, noch starte das. Ja, alles gut. So, ich will Windows noch irgendwie kaputt machen. Das kann auch nicht so schwer sein. Früher hat sich Windows immer selbst kaputt gemacht. Jetzt will ich das mal selbst machen. Oh, es geht wieder. So halbwegs. Was sagt Google? Okay, CMD. Aber ich kann CMD. Ich kann CMD wieder schon. Als Administrator. Also, was sagt Google? Das machen wir jetzt. Wir machen das jetzt CMD. Google sagt was? AMDir slash silent. Lass silent. Quiet. Was auch immer. C Doppelpunkt. Nein, das geht nicht. Wahnsinn, ey. C Doppelpunkt Windows. Nein. Krass. Windows lässt sich nicht löschen. Was soll das hier? Piss dich, Aldo! Schon interessant. Ich dachte, das wäre einfacher, Windows mit Windows kaputt zu machen. System 32. Bam. Kannst du den Windows-Ordner umbenennen? Das ist eine gute Frage. Kann man den Windows-Ordner umbenennen? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, ich habe auf Delete geklickt. Ich wollte nicht Delete drücken. Rename. Es gibt kein Rename. Ich verschiebe ihn einfach nach Users. Okay, Leute, ich bin nicht in der Lage, Windows kaputt zu machen. Ich krieg's nicht hin. Okay, und das interessiert mich jetzt viele Gäste. How to delete Windows from Windows. Okay, der Patrick hat Big Brain Eintrag gefunden. Gucken wir uns gleich an, wie das funktioniert. Erstmal einen Chrome habe ich ja gelöscht. Okay, nee, Moment, muss ich hier aufmachen. Windows. Start as Administrator from was? Ich habe meinen Chrome gelöscht. Okay, weißt du was? Scheiß drauf. Windows will nicht, dass ich es kaputt mache. Windows kann aber hiergegen überhaupt nichts machen. Oh. Gedreckt, Windows. Keine Chance, was dagegen zu machen. Open VM Directory. VMs. Remove. Remove. Zack. Weg ist es. Easy. Nee, M-F hat nicht funktioniert. Yes. Da, weg ist es, Windows. Also ich muss sagen, es ist noch genauso eklig, wie ich es mir vorgestellt habe. Ist nicht besser geworden. Was mich überzeugt hat, war jetzt auf den ersten Blick Hyper-V. Das war echt nicht übel. Also es hat einfach so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Der Rest ist halt so extrem hakelig und eklig in der Verwendung. Ah, ich weiß nicht. Nee. Ist das wirklich dein erster Windows-Server? Naja, nein, ich habe schon immer mal wieder zwischendurch installiert. Ne, aber wirklich, ich kenne mich damit nicht aus. Und mittlerweile mache ich es ja auch so, wenn mich irgendwie einer was fragt, was Windows-Sachen angeht, so was weiß ich, wenn mich zum Beispiel eine Freundin von meiner Mutter oder so sagt, ja, guck mal, der Max, der kennt schon mit Computerzeug aus. Der kann mir doch bestimmt erzählen, wie ich, keine Ahnung, meinen Drucker einrichte oder so. Nein, mache ich nicht. Sag ich ja immer, ich habe keine Ahnung davon.
Frage mich ja, also Choose by Name sagt, frage mich ja, ob Microsoft selber eher Windows-Server oder eher Linux-Server nutzt. Das ist eine gute Frage. Auf was läuft zum Beispiel Microsoft.com? Na, Microsoft.com wird wahrscheinlich echt Windows laufen. Microsoft.com wird wahrscheinlich wirklich auf Windows laufen, könnte ich mir vorstellen. Haben wir vielleicht irgendwie die Chance, das rauszukriegen? Nee, warte, wo will ich hin, der Network? Ah, .NET. Es läuft auf .NET. Aber die Plattform sieht man nicht. Microsoft.com läuft auf ASP.NET Core. Nmap konnte doch. Nmap OS Detection gab es doch die Möglichkeit, dass Nmap das versucht rauszubekommen. Wie ging das nochmal? OS-Scan, OS-Guess. Genau. Okay, probieren wir mal aus. Nmap, Microsoft.com. Dings. Minus O war's, ne? Oder minus 0? Ist groß O. Ja, ja, ist gut. Nein, 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 nicht Parrot.live. What? Okay, scannen wir mal Microsoft.com. Easy. Wenn wir gleich blacklistet. Oh, Stealth-Scan. What? Ah ja. No OS Matches. Okay. Er hat keine Ahnung, was es für ein OS ist. Wie gesagt, ich glaube ja, das ist ASP.NET Core. Weil Kestrel ist der, ich hab's euch ja hier gezeigt, Kestrel ist der ASP.NET Core Webserver. Gucken wir mal, ob Google irgendwas rausrückt, auf was sie laufen, aber wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee. GWS. Okay, das ist irgendein Google Magic Kram. Das geht über irgendeinen, ja, das geht garantiert auf irgendeinen Load Balancer. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch vieles bei Microsoft mit Linux läuft, weil Windows Server Kram willst du dir vielleicht für Client-Geschichten geben, aber wenn du einfach nur Dienste bereitstellen willst im Internet, gibt sich doch keiner freiwillig Windows Server. Warum sollte man das machen? Live.com. Was ist Bing? Bing. Oi, was lädt das denn alles nach? Microsoft, okay, Bing läuft auf IIS tatsächlich. Wenigstens Bing. Und Xbox? Xbox? Ich meine, da könnte alles drin stehen, ne? Gibt's keine Infos zu. Da kann alles drin. Ist auch egal. Also ich gehe stark von aus, dass Microsoft selbst auch viele Sachen auf Linux laufen hat. Alles andere würde mich echt wundern. Ah ja. So, wir haben jetzt noch. Ein bisschen Zeit. Oder ich gehe jetzt off und grinde noch ein bisschen Path of Exile. Das könnte ich auch machen. Ich gehe off und grinde noch eine Runde Path of Exile. So machen wir das. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen im Stream. Wer noch nicht gefollowt ist, kann mir gerne ein Follow dalassen. Bisschen Sellout muss sein. Könnt ihr euch aber auf Twitter vorbeigucken. YouTube ist gerade nicht so viel los. Und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Stream wieder. Morgen wahrscheinlich ungefähr gleiche Uhrzeit wieder am Start, denke ich mal. Und wir sehen uns. Bis dann.
Macht's gut. CU.